Herzlich willkommen zur Vorlesung Thermodynamik. Heute geht es um den ersten Hauptsatz der Thermodynamik, also einer ganz fundamentalen Beziehung. Wir haben bisher schon kennengelernt, dass die innere Energie sich verändern kann, wenn wir die Temperatur verändern. Wir können die innere Energie auch verändern, wenn wir das Volumen verändern oder wenn wir die Stoffmenge verändern, also zum Beispiel bei einer Reaktion oder bei einem Phasenübergang. Hier ist es nochmal zusammengefasst, wie die innere Energie in Abhängigkeit von Temperatur, Volumen und Stoffmenge formuliert werden kann. Sie merken, da fehlt der Druck. Aber wenn wir ein System haben, in dem Volumen, Temperatur und Stoffmenge definiert ist, dann ist die Zustandsgröße Druck automatisch auch definiert und dann kann man die Beziehungen auch bezüglich des Druckes herleiten. Wir haben für die Praxis kennengelernt, dass die Änderung der inneren Energie mit der Temperatur beschrieben wird über die molare Wärmekapazität CV. Die Änderung der inneren Energie mit Volumenänderung, die beschreiben wir über die Größe Binnendruck, Pt, die hier definiert ist. Wie groß ist jetzt der Beitrag von der Änderung der inneren Energie bei Volumenänderung im Vergleich zur Temperaturänderung? Das können wir einmal für ein ideales Gas betrachten. Wenn wir ein ideales Gas gegen ein ins Vakuum expandieren, dann haben wir eine Expansion mit einem externen Druck von 0. Und dann ist die Änderung der inneren Energie mit der Änderung des Volumens 0. Woran liegt das? Das liegt daran, dass es für die Teilchen eigentlich egal ist, ob sie in einem kleinen oder in einem großen Volumen eingesperrt sind, weil es ja aufgrund des idealen Gases keine Wechselwirkung zwischen den Teilchen gibt. Für reale Systeme ist das allerdings durchaus wichtig. Und entsprechend gibt es dann einen kleinen Beitrag für reale Gase, der über diesen Binnendruck beschrieben wird. So, das ist eine ganz, ganz allgemeine Formel, wie sie gilt für alle Systeme, egal ob Gasphase, flüssige Phase oder feste Phase. Jetzt wollen wir uns einfach nochmal daran erinnern, also U ist eine Zustandsfunktion. Das heißt, es ist egal, ob wir über einen Weg 1 von den Zustand 1 in einen Zustand 2 verändern und dann über einen Weg 2, den Zustand 2, wieder zurück in den Zustand 1. Das bedeutet, dass egal wie jetzt dieser Weg war, die innere Energie ist dann im Endzustand die gleiche. Das heißt, es ist eine Zustandsfunktion. Aus der Physik kennen wir, dass der Energieerhaltungssatz gilt. Das heißt, die Summe aus potenzieller und kinetischer Energie bleibt erhalten, bleibt konstant in einem abgeschlossenen System. Wie ist das jetzt für ein chemisches System? In der Physik haben wir die Energie eines Systems verändert, indem zum Beispiel Hubarbeit geleistet wurde oder Beschleunigungsarbeit. Bei dieser Art von Arbeiten wird aber die innere Energie des Systems nicht verändert, sondern dieses sind Arbeiten, die über eine Veränderung einer Koordinate erreicht werden. Für chemische Systeme ist das nicht besonders praktisch, sondern dort benötigen wir die innere Energie, um Veränderungen beschreiben zu können. Die innere Energie eines Systems können wir dadurch verändern, dass wir entweder Wärme zu- oder abführen oder dass wir an dem System Arbeit leisten. Und das führt uns zum ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Das heißt, die Änderung der inneren Energie, dU, ist gegeben über die Summe der Änderung der Wärmemenge oder der geleisteten Arbeit an dem System. Was bedeutet der erste Hauptsatz der Thermodynamik? In einem abgeschlossenen System, also denken Sie dran, das war unsere Thermoskanne, kann keine Wärme und Arbeit mit der Umgebung ausgetauscht werden. Das bedeutet, wenn wir den ersten Hauptsatz der Thermodynamik anwenden, dass die innere Energie sich in diesem abgeschlossenen System nicht verändern kann. Gleichzeitig bedeutet der erste Hauptsatz der Thermodynamik, dass ein Perpetuum mobile erster Art nicht möglich ist, da U eine Zustandsfunktion ist.
Das heißt, wir können keine Energie dadurch generieren, dass wir über einen Weg 1 eine Zustandsänderung machen und über einen Weg 2 den Anfangszustand wieder generieren. Also das geht nicht, dass da zusätzlich Energie gewonnen werden kann. Daher also kein Perpetuum mobile erster Art. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wärme und Arbeit? Wärme ist eine Form der Energieübertragung, die sich auf die Bewegung aller Teilchen zufällig auswirkt. Arbeit dagegen ist eine Form der Energieübertragung, die auf die Bewegung aller Teilchen gleichzeitig wirkt, in der gleichen Richtung. Es gibt übrigens ganz verschiedene Arten von Arbeit. Wir haben bisher immer von der Volumenarbeit gesprochen, aber es gibt auch die Oberflächenarbeit, das heißt, wenn wir die Oberfläche eines Systems verändern, das ist in der Nanomaterialforschung besonders wichtig. Oder wenn sich ein System nur in der Länge ausdehnt, können wir entsprechend nur die Längenausdehnungsarbeit leisten. Und eine ganz, ganz wichtige Arbeit ist die elektrische Arbeit, die hier beschrieben ist. Die beschäftigt uns dann besonders in der Elektrochemie, da wir eine chemische Reaktion in zwei Teilschritte zerlegen können und die Energie, die in dieser chemischen Reaktion frei wird, für elektrische Arbeit nutzen. Kriegen wir später. Ich möchte aber jetzt den ersten Hauptsatz der Thermodynamik noch einmal für ein ideales Gas genauer anschauen und verschiedene Situationen durchspielen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was dieser Hauptsatz aussagt. Hier haben wir noch einmal den Druck aufgetragen als Funktion des Volumens für ein ideales Gas und haben hier die verschiedenen Isothermen des Systems aufgezeigt. Und wenn wir jetzt eine isotherme Ausdehnung zum Beispiel durchführen, also von einem Volumen V1, das System zu V2 ausdehnen und zwar bei konstanter Temperatur, dann bedeutet das, dass die Volumenarbeit, die wir da leisten müssen, dadurch erzeugt wird, dass wir dem System Wärme zufügen. Für die innere Energie gibt es ja keine Temperaturänderung und für ein ideales Gas ist dU nach dV, hatten wir ja gesagt, das ist 0. Das heißt, hier ändert sich die innere Energie des Systems, des idealen Gases nicht und die Arbeit, die freigesetzt wird, entspricht gerade der Wärmemenge, die dem System zugefügt wird. Also dW ist gleich minus dQ. Eine weitere Situation ist hier aufgezeigt, die Isochore-Veränderung des Systems. Isochore bedeutet, das Volumen bleibt konstant. Und hier können wir das System verändern, indem wir von einer Temperatur T2 zum Beispiel eine Abkühlung durchführen und uns bewegen zu einer Temperatur T1. Dabei verändert sich der Druck. Und wenn wir das betrachten und ausrechnen, wie sieht da die Änderung der inneren Energie aus, dann wissen wir, dass wir keine Volumenarbeit leisten und damit muss die innere Energie, die Änderung der inneren Energie entspricht dabei der abgeführten Wärmemenge dQ. Also dU ist gleich dQ bei konstantem V. Eine letzte Situation, die wir durchspielen wollen, ist die isobare Veränderung des Systems. Dort arbeiten wir bei einem konstanten Druck und wenn der Druck konstant gehalten wird, dann können wir das Volumen V1 nach V2 verändern, indem wir also uns hier auf diesem Graphen fortbewegen. Das bedeutet gleichzeitig, dass dabei sich auch die Temperatur des Systems verändern muss, also von T1 nach T2. Und für diesen Fall haben wir zwei Dinge zu berücksichtigen. Wir leisten Volumenarbeit, da wir das Volumen verändern gegen diesen konstanten Druck. Und gleichzeitig verändert sich die Temperatur, das heißt, es findet ein Wärmeaustausch mit der Umgebung statt und deswegen ist die innere Energie in diesem Fall zusammengesetzt aus der Summe der Volumenarbeit und der ausgetauschten Wärmemenge. So, jetzt haben wir den ersten Hauptsatz der Thermodynamik kennengelernt.
In der nächsten Lektion werden wir den mal anwenden, damit Sie so ein Gefühl dafür bekommen, was er eigentlich bedeutet.